Alles wird hier abgeholzt mal wieder. Alter. Hier wird es gleich sowas von Setzlinge regnen. Erstmal schnell weiter. Moment mal. Ja. Frage ist, hier geht's, glaube ich, in unseren Tunnel, oder? Nee. Hä? Wo ist denn bitte unser Tunnel? Unser, wir brauchen ganz dringend Steintunnel. Vielleicht finden wir ihn wieder. Ich weiß nicht, ob wir den Tunnel dann jemals mal für was Sinnvolles nutzen können. Für eine Bahn ist er definitiv zu tief. Dauert ja 5 Jahre, bis man an der Oberfläche ist. Die Bahn soll also relativ oberflächennah verlaufen, wenn sie überhaupt unterirdisch kommt. Denn ich denke, man kann ja auch schön dezent direkt an die Oberfläche setzen. So dass es dort auch schön aussieht. Hör auf, mich hier zu nerven. Danke. So. Jede Gebäude. Ja. Ah. Och du meine Güte. Ist das hier die richtige Ebene? Nein. Aber den können wir stehen lassen. Werden wir ausstehen lassen, ja. Oder? Ja, doch. Also, ich finde ihn schön. Finde das Baum. Ja, das Baum vor allem. Der Baum hier. Den könnte man so als Andenken stehen lassen. Für das, was hier mal war. Und wenn 2 Schichten Erde drüber geklatscht sind, auch wieder ist. Ich glaube, der Ort hat sich schon gut als Baumfarm etabliert. Denke ich. Huch. Was war das denn? Wozu gar kamen die denn jetzt her? Es wird Nacht. Wenn es hier sollte. Gut, hier fehlt ein Setzling. Wo auch immer der hin ist. Und es wird schon wieder dunkel. Ach, auf der Seite war ja ursprünglich gar kein Baumfarm. Deswegen sind auch keine Fackeln mehr. Oh je. Hallo, Schaf. Gib deine Wolle. Danke. Vielleicht soll ich jetzt dafür jetzt für die Nacht wieder in den bereits beleuchteten Teil der Baumform zurückkehren. Und der Baum hier hat definitiv ein paar unserer Fackeln vernichtet. So. Oh. Ah ja.
Das ist interessant. Ich glaube, ihr seht jetzt gleich wieder gar nichts mehr. Keine Sorge. Geben mir nicht viel anders. Ich habe auch grundsätzlich das Gefühl, dass hier mehr große Bäume in der Farm sind, als es früher waren. So. Gut. Hallo Setzling, danke. Schön. Immer mal her mit dem Holz. Hör mal, wer da hämmert. Und nein, es sind nicht die Handwerker vom von nebenan. Die sind zum Glück um die Uhrzeit noch nicht da, um handzuwerken. Um das Haus zu renovieren. Alter. Also erstens mal, es geht verdammt schnell. Und zweitens mal, wie viele Setzlinge kommen hier denn bitte raus? Das ist ja Wahnsinn. Hoppla. So. Ist das noch einer? Ja. Ah, jetzt ist, glaube ich, keiner mehr. Das hier sieht fast aus wie ein großer Baum. Aber ich glaube, hier war keiner. Ne, das war da schon der Baum. Ah, was ein Glück. So. Hallo Huhn. Laufen wir diesmal bitte nicht vor die Axt. Weil das zieht nur unnötig Haltbarkeit. Okay. Ich glaube, der große Baum ist eher der Nachbar. Nämlich der hier. Und die sind, ja, das ist der große von den beiden. So. Dann werden wir das hier auch mal abbauen. Ach, da kommt immer noch wieder das ein oder andere Laub da dazwischen. Das ist schon so ein bisschen nervig. Ach komm, jetzt habe ich auf den falschen Slot gewechselt. So. Es ist schön, dass man hier mit zu wenig zufrieden ist, ja. Ich habe Steinwerkzeuge. Warum eigentlich? Ich glaube, ich bin zu faul, in Höhlen zu gehen. Um mir das nötige Eisen zu holen. Davon abgesehen, Stein eine Ressource, die wir nun also wirklich komplett unendlich da haben. Ja,
Im Lager jetzt schon zwei Doppelkisten davon. More to come. Wenn ich mir anschaue, wie es da mit dem Geländedurchbruch so aussieht, merken wir, dass die vier Doppelkisten, die wir für Stein eingeplant haben, definitiv zu wenig sind. Ja. So. Hier geht's weiter. Ach du meine Güte, sind da viele Kühe jetzt auch noch. Danke. Diese Bäume hier, ey. Doch die ganzen Tiere haben wir auch hier richtig Leben drinnen gerade. Ich glaube, es rentiert sich im Moment gar nicht wirklich einen Bauernhof explizit für Tierhaltung anzulegen, weil die Tiere spawnen ja eh wo sie wollen, wann sie wollen und überhaupt so. Sind ja eh bald wieder weg, so nach dem Motto. Lang sind die Tiere hier eh nie an einem Ort. Und selbst wenn, was nutzt es uns bitte, wenn ein Schaf abgeerntet ist? Ja, das können wir nicht mehr verwerten dann. Hä? Welcher von denen war jetzt der große Baum? Ich weiß es gar nicht. Hoppala. So. Ah, das war er schon mal nicht. Also das hier war der große Baum. Hopp, hopp, hopp. Na, hopp, na, also, jetzt, danke. Ja. Das war jetzt definitiv sehr, sehr gut. So. Gut. Ich glaube, jetzt hat's der Baum. Hier da vorne ist noch einer. Was immer aufpassen, die bekannten schwebenden Bäume. Oh Gott. Diese Musik erschreckt mich jedes Mal wieder, wenn es so fulminant losgeht. Und das hier sieht man auch aus wie ein großer Baum. Da können wir dann auch gleich jetzt schon abholzen. So. Wow, das war er schon. Alter, die Setzlinge hier. Oh, okay, da geht's auch nirgends rum. Wo war unser Abgang? Warum ist da schon wieder so eine einzelne Baumkrone in der Welt? Oh lol, ist sogar noch Holz drinnen.